Freitagnachmittag im Wurzner Ortsteil Sachsendorf. Die Vorbereitungen zur Grundsteinlegung für das neue Dorfgemeinschaftshaus laufen auf Hochtouren. Mehrfach wurde die Zeitkapsel geöffnet und wieder verschlossen. Denn schließlich sollte darin dieser Tag für die Nachwelt festgehalten werden. Was genau in der Kapsel Platz gefunden hat, weiß die Vorsitzende des Heimatvereins Sachsendorf Weltgen. Wir haben einen Aufruf im Dorf gestartet, dass jeder, der gern möchte, etwas in die Zeitkapsel tun kann. Das sind verschlossene Briefe von Anwohnern von Sachsendorf. Wir haben die Baupläne mit reingetan. Wir haben aber auch so die ersten Konzepte, Fotos, Informationen zum Verein. Natürlich die aktuelle Tageszeitung von heute. Ja, alles, wo man sagt, das möchten wir der Nachwelt gern hinterlassen. Dass sie dann, wenn sie hoffentlich irgendwann mal rausgeholt wird, dann die Bilder der Nachwelt zur Verfügung stehen. Was lange währt, wird gut, sagt ein geflügeltes Wort. Für die Sachsendorfer war das Projekt ein weiter Weg und für die Stadt Wurzen eine nicht alltägliche Finanzierung. Dass diese Investitionen auch über den Amtswechsel hinaus gelangen, dafür dankte Ex-Oberbürgermeister Jörg Rücklin seinem Nachfolger und den Wurzner Stadträten. Also insgesamt rechnen wir zwischen 700.000 und 800.000 ungefähr, die wir hier tatsächlich investieren. Davon ist ein Großteil tatsächlich aus dem Verkauf von dem Grundstück am Wasserturm in Wurzen. Und der alte Oberbürgermeister, Herr Rücklin, hat es auch schon vorhin gesagt. Letztendlich ist es ja schon was Besonderes, dass wir einen Grundstücksverkauf in der Kernstadt dazu nutzen, um tatsächlich im ländlichen Bereich hier in einem Ortsteil ein Projekt umzusetzen. Und das ist eben wirklich auch ein wichtiges und gutes Signal, denke ich. Dann endlich fand die Zeitkapsel in der Baugrube ihren Platz. Schippe für Schippe vollzogen die Protagonisten die Grundsteinlegung. Die Freude darüber war bei den Vereinsmitgliedern und ihrer Chefin riesengroß. Wir sind total glücklich, dass es jetzt endlich passiert ist, dass wir endlich den Grundstein gelegt haben und dass unser Haus gebaut wird, nach so langer Zeit. Für Oberbürgermeister Marcel Buchta war es ein freudiger Anlass, um auf das Gelingen des Baus anzustoßen. Also ich bin sehr glücklich, aber ich glaube, noch glücklicher sind die Sachsendorfer selbst, weil die haben wirklich da schon eine ganz lange Historie bei dieser ganzen Planung erlebt. Also wir haben vor uns gerechnet knapp 10 Jahre sozusagen, die von den ersten Gedanken, wie können wir das machen, bis zum ersten Spatenstich bzw. bis zur Grundsteinlegung heute sind da schon vergangen und da sind natürlich heute auch schon ein paar Freudentränen vergossen worden, nicht nur vom Regen sozusagen ein paar Tropfen. Nee, es ist wirklich, die Leute sind glücklich und wollen das Haus endlich stehen haben, dass es belebt werden kann. Im Dezember soll es soweit sein, dann wollen die Sachsendorfer ihr neues Dorfgemeinschaftshaus beziehen. Als nächstes aber fiebern sie dem Richtfest entgegen.